Ich möchte Ihnen heute Nachmittag über die heilende Kraft der Planetenschwingungen berichten hier und es Ihnen auch vorstellen. Wir sind am Stand in der Halle 9 in E16 zu finden. Und es wäre sehr schön, wenn Sie auch nach dem Vortrag oder auch Samstag oder Sonntag sich dort einfinden, entweder zur persönlichen Behandlung, zum Gespräch oder natürlich auch eine der vielfältigen Möglichkeiten zu finden, sich dort persönlich einzuschwingen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind mit Ihrem Partner oder mit Ihrer Frau in einem Konzert, sagen wir, es ist die Jupiter-Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart. Und in diesem großen Klanghaus des Konzertes ist ein Instrument verstimmt. Ruckzuck ist der ganze Klangkörper natürlich auch verstimmt und die Menschen, die das merken, sind es natürlich genauso wie die Herren Musiker auch. Wenn wir das jetzt mal analog übertragen auf die Symbolik des Körpers, dann heißen natürlich die Instrumente nicht Geige oder Bratsche, sondern sie heißen in dem Fall Magen, Milz oder Niere. Was ich Ihnen in diesem Vortrag zeigen möchte, ist die Entsprechung von oben und unten und innen und außen. Und ich werde auch unterstützt von der Heilpraktikerin Bärbel Gitala, die Ihnen nachher aus ihrer Praxis genau vorstellen wird, wie die Wirkungsweise ist dieser Planetenschwingung, um hier ein sanftes Heilsystem zu haben. Wenn Sie mir mal folgen in der Theorie, so kennen Sie alle das Gesetz der Polarität, Sie kennen Licht und Schatten, Tag und Nacht, Ebbe, Flut, Yin und Yang, muss ich Ihnen nichts dazu sagen. Und das Gesetz der Polarität sagt natürlich auch, wenn es Schwingungen gibt, die uns krank machen, dann muss es auch welche geben, welche uns in die Gesundheit führen. Und wie die aussehen, das hat Frau Gitala hier genau aufgenommen. Das zum Beispiel ist die Schwingung des Wassermann-Zeitalters, aufgenommen durch genau diese Planetenschwingung im Wasser und dann vergrößert. Und wir haben auch die Literatur, die Sie bei uns am Stand finden, die heilende Kraft der Planetenschwingung, das Buch, was 2005 erschienen ist, mit dem Vorwort von Rüdiger Dahlke, dessen Schüler ich auch bin, der ja ein Hauptvertreter ist der archetypischen Medizin. Hier sehen Sie ein paar Bilder aus der Praxis, wie wir auf verschiedene Punkte des Körpers, auch diese Stimmgabeln, wo es in den Körper dann eingeführt wird, hier aufsetzen. Hier zum Beispiel auf das Stirnchakra können Sie bei uns am Stand alles genau auch bei sich persönlich machen lassen. Oder hier auf dem Domain 19 auf dem Punkt. Oder auch Behandlung der Füße. Es ist eine sehr sanfte Heilmethode und ich werde Ihnen im Laufe der Zeit, der kurzen Zeit hier auch darstellen, welche Körperentsprechungen des Menschen mit welchem Organ verbunden sind. Ich habe hier nur mal ein paar Möglichkeiten. Sie können es über den Gehörsinn einschwingen, dann ist es wie eine Klangdusche von innen, auch über die Meridiane, Akupunkturpunkte oder auch natürlich Körperregionen. Wichtig ist dabei das kosmische Resonanzprinzip, weil die Gabel als solche ist ein Stück Metall in dieser Planetenschwingung. Aber wir sind in Resonanz und wenn Sie wissen, wenn Sie in Resonanz sind, mitschwingen, dann sind Sie auch gesund. Menschen, die nicht mehr mitschwingen können, die sind dann eher blockiert, sind eher in der Blockade drin. Wenn Sie in ein Uhrengeschäft reingehen mit Pendeluhren, nicht in modernes mit Quarzuhren, sondern mit Pendeluhren, so ist es so, dass diese Pendel im Lauf der Zeit in den Gleichklang kommen werden, in Harmonie. Offensichtlich scheint es ein kosmisches Grundprinzip zu sein, in Harmonie, in Gleichklang, in Ausklang, in die Balance, in die Mitte zu kommen. Das Gleiche werden Sie feststellen beim Atemrhythmus, wenn Sie hier als außenstehender Beobachter dieses Paar beobachten oder auch bei der Herzfrequenz. Generell ist es ja so, dass Sie mich verstehen hier, ist die Schwingung und die alten Veden, die sagen, am Anfang war die Schwingung. Und über die Schwingung ist dann erst die Materie entstanden. Nichts anderes sagen die modernen Quantenphysiker heute hier zum Beispiel beim Global Scaling. In dieser stehenden Welle, alles, was in dieser Welle drin ist, kann sich materialisieren. Ein ganz kurzer Exkurs, damit Sie verstehen, wo kommt diese ganze Analogie her. Der Heraklit von Ephesus, der hat gesagt, alles fließt, Pantarei.
Auch Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, hat gesagt, alles Leben ist Rhythmus. In Babylon, 5000 Jahre vor Christus, war schon denen klar, dass jeder Ort auf Erden seinen entsprechenden Platz im Himmel hat. Griechenland, so wie Dinge sich im Himmel verändern, so verändern sie sich auch auf der Erde und auch umgekehrt. Ich muss Ihnen das nicht sagen von der Bibel, das kennt jeder, wie im Himmel, so auf Erden. Und natürlich das ganz Wichtige, des Hermes Trismegistos, der Urvater der Spiritualität, der Esoterik, der gesagt hat, abgekürzt wie oben, so unten. Und natürlich auch der Namensgeber dieser wunderschönen Messe hier in Wiesbaden, Paracelsus, der gesagt hat, Mikrokosmos gleich Makrokosmos. Und alles, was ich Ihnen hier sage, gilt natürlich genauso gut umgekehrt. Das heißt also, wenn im Mikrokosmos das Gleiche gilt wie im Makrokosmos, dann kann ich natürlich die Schwingungen von oben auch auf die Schwingungen der Menschen übertragen. Goethe, den wir alle kennen, den möchte ich hier auch zitieren, der hat gesagt, Natur hat weder Kern noch Schale. Alles ist sie mit einem Male. Denn das ist der Naturgestalt, das innen gilt, was außen galt. Müssen im Naturbetrachten immer eins wie alles achten. Nichts ist drinnen, nichts ist draußen, denn was ist innen, das ist außen. Und die Konsequenz davon, da wollte ich Sie hinführen, deswegen diese kurze Vorrede hier. Wenn Sie erkennen in diesem Wassermann-Zeitalter, alles ist in allem und alles ist in mir. Das heißt, es gibt im Grunde gar keine Trennung. Nur wir Menschen machen es manchmal zu etwas Trennenden. Und dann wird es immer auch etwas Schwieriges, wenn wir erkennen, alles ist in allem, die Schwingungen von oben sind auch meine Schwingungen und umgekehrt. Dann können Sie das auch auf den Menschen und auf seine Schwingungen übertragen. Die Grundlage von dem, was ich Ihnen hier vermitteln möchte, kennen Sie aus der neuen Zeit von C.G. Jung, der diese Archetypen, die hinter diesen ganzen Themen dahinter stecken, als das kollektiv Unbewusste bezeichnet hat. Wir sind alle unterschiedlich, wie wir hier sitzen. Es können auch Menschen sein, die aus anderen Erdteilen kommen, aber das kollektiv Unbewusste, die Archetypen, gelten für alle Menschen. Rüdiger Dahlke hat das Ganze hier übertragen in die archetypische Medizin. Er hat sie nicht erfunden, aber er hat es doch, was da so als Themen war, sehr schön weiterentwickelt. In dieser Übertragung von oben nach unten. Und ich möchte jetzt auch die Frau Gitala hier dann dazu nehmen und Ihnen mal, Herrn Handhoch ist hier jemand, Urprinzip Mars, das ist das Sternzeichen Widder. Haben wir hier jemand? Sind in jedem Vortrag dabei, zweimal. So ist also das Bild, die Collage dazu, was ich Ihnen dazu zeigen möchte. Jedes Urprinzip, jeder Archetyp hat natürlich eine gewisse Grundschwingung. Das ist die Kraft des Frühlings, des Aufbruchs, ja, des Pioniergeistes und das sehen Sie natürlich hier auch in diesem Bild ausgedruckt. Und in der Signatur der Krankheiten, die auch dazugehören, der Blockaden, haben Sie hier, weil es ein Feuerzeichen, haben Sie im Allgemeinen akut und heftig verlaufende Blockaden und Krankheiten, vor allem die Infektionen gehören hier dazu. Es ist ein scharfer und ein aggressiver Ausdruck der Krankheit, zum Beispiel der Keuchhusten. Und der Urprinzip des Mars Widder ist also der Kopf, die quergestreifte Muskulatur, die Zähne, die Zahnschmerzen, auch die Klauen. In der heutigen Zeit wissen Sie ja, dass viele dieses nächtliche Zähneknirschen haben, die Kinder, die vielen Beischienen oder auch die abgenagten Fingernägel. Das ist ein Rudiment der Evolution der Klauen, der Adler, die zugreifen, man steht nicht mehr in der heutigen Zeit zu seiner Aggression. So, und jetzt möchte ich auch Frau Gitala hier ins Spiel bringen. Sie ist Heilpraktikerin in Montabaur, auch bei mir Seminarteilnehmerin. Und ich möchte mal zeigen, wie sie hier die Marschschwingung visualisiert hat. Bitte, Frau Bärbel. Ja, ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin die Frau Gitala, habe schon 40 Jahre Praxis hinter mir. War vorher Krankenschwester, also ich kenne auch die andere Seite, ich kenne also auch die Schulmedizin sehr gut. Und wie gesagt, und ich bin immer wieder begeistert, ich bin halt auch sehr, sehr ein sehr offener Mensch. Das heißt, also ich tue immer sehr viel auch noch wieder neue Sachen in meine
Praxis reinbringen. Und so sind wir auch miteinander zusammengekommen, der Thomas und ich. Und ich stehe also diesem Team jetzt zur Seite und mache halt die Forschungsarbeiten halt auf der medizinischen Ebene, wo wir halt eben dann auch versuchen, wissenschaftliche Beweise zu bringen. Und hier zeige ich Ihnen, das ist also auch meine Arbeit, dass ich also, wie gesagt, die Planetentöne in Kristallbilder umsetze. Und hier sehen wir ein typisches Bild von einer Marsschwingung. Sie sehen nachher noch andere Bilder, also es ist nicht harmonisch, es ist disharmonisch, was wenn die Kristalle so auch sehr in Bewegung sind. Und das Krankheitsbild, das haben wir jetzt viele wahrscheinlich in letzter Zeit erlebt, das sind nämlich diese grippalen Infekte, ne, mit ganz hohem Fieber, was urplötzlich auf einen hereinbricht, wäre so ein typisches Beispiel für einen ungelebten Mars, ne, weil es dann also richtig plötzlich immer hochgeht und das Fieber kommt. Und das ist da so archetypisch das Marsbild. Machen wir mal weiter. So, hier sehen wir auch noch ein Marsschwingungsbild. Das wäre ja, würde ich sagen, so wie als wenn die Gefäße nicht in Ordnung sind. Also der Mars bringt dann auch wieder durch diese Explosion, die entsteht, dann wieder alles im Fluss, so wie man also auch sagt, aus einem Chaos entsteht dann wieder eine neue Ordnung. Das kann man in diesem Kristallbild sehr gut sehen. Ich mache zusätzlich zu meiner Arbeit mit der Schwingungstherapie, arbeite ich mit dem Metascan. Zwei Firmen sind hier auch, die das auch vorführen. Bei dem Metascan können wir auf der energetischen Ebene, ähnlich wie in einem CT, den Körper ganz durchscannen. Ich habe natürlich hier nur die archetypischen Organe genommen, was jetzt zum Mars passt, und das wäre die Galle. Und Sie sehen im oberen Bild, wie die Galle vorher war, vor der Therapie, also zu den Punkten, die da drauf sind. Also gelb ist immer schon sehr harmonisch. Und je dunkler die Farben sind im unteren Bereich, im Gallengang, haben wir also Vierer, ist also eine Blockade. Und das zweite Bild sehen Sie also, dass nach einer Schwingungstherapie mit der Stimmgabel deutlich mehr Punkte, also die Ordnung ist wieder besser hergestellt. Auch im unteren Bereich des Gallenganges haben wir statt dem Vierer jetzt Dreier. Also insgesamt sehen Sie ja auch, es wird eine energetische Verbesserung um 29% hier bei dieser Patientin angegeben. Damit ist also einfach so die Schwingung mal beweisbar auch für die Leute, dass sie das auch sehen können, dass sich da was tut. Kommen wir zum nächsten Urprinzip, die Venus. Ist jemand hier im Raum, der Sternzeichen Stier ist? Einfach Hand hoch. Eins, genau. Das venusische Prinzip hier, zeige ich Ihnen auch mal das Bild dazu. Die Venus ist zweimal vertreten, und zwar als körperlich-sinnliche, das sehen Sie hier bei der Venus, und bei der Waage als himmlisch-ästhetische. Das hier geht es um gut essen, gut trinken. Sinngemäß, wer nicht genießt, ist ungenießbar. Da geht es auch um Werte wie Verwurzelung, bodenständig zu sein, auch in die Materie zu kommen, nicht zu sehr abgehoben, sondern wirklich das, was man auch hat, vernünftig umzusetzen und auch zu genießen. Ein Wort hier zu den Signaturen, die hier damit zusammenhängt. Das sind Störungen des Gleichgewichts bzw. der Aufnahme und Abgabe. Wenn Sie zu viel haben oder zu wenig, Überfluss oder auch Mangel, das kann Überfluss, Übergewicht sein oder auch die Fettsucht. Und hier, wir waren jetzt gerade im Kopfbereich, beim Widder, beim Mars, gehen wir eine Stufe tiefer. Hier sind wir jetzt bei Schilddrüse, Kropf, Morbus Basedow wird hier dazugehören. Auch die Mandeln, Heiserkeit, Nackensteife, wissen Sie ja, der Stiernacken. Wenn jemand immer steifer wird, der Stiernacken immer unbeweglicher, gehört hier dazu. Stoffwechselerkrankungen auch. Das nur als grober Überblick, um Ihnen mal hier zu zeigen, wie wir die Urprinzipien, Archetypen auch in ihrer Deutung auf die Krankheitsbilder übertragen können, um sie zu deuten, um dann nachher über die Stimmgabeltherapie, über die Phonophorese ihren inneren Heiler und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Um das geht's. Weil wir davon ausgehen, dass der Mensch eigentlich von Natur aus richtig eingeschwungen ist, dann irgendwann verstimmt ist und wir ihm dabei helfen, wieder in die Eigenschwingung der Gesundheit zurückzufinden. Das heißt, in seinen inneren Heiler, in die Selbstheilungskräfte.
So, und hier sehen Sie wieder ein schönes Klangbild mit der Stimmgabel Venus. Und ich denke, hier ist unschwer zu erkennen, sehr, sehr harmonisch, sehr venusisch. Also das Bild schwingt einfach. Können Sie übrigens auch an mir sehen, darf ich mich vorstellen. Das ist nämlich auch venusisch, was ich jetzt hier gemacht habe. Ne? Damit ich nämlich das, was wir jetzt hier tun, ich bin die Kosmotonia, fungiere ich heute, ne? Um also auch das venusische schön in meinem Anzug auch ins Bild zu setzen. So, und hier sehen Sie also ein typisches Organ, was halt zur Venus passt. Ne? Das ist also die Schilddrüse. Und es gibt ja so schön im Ausdruck, der Volksmund bringt es ja immer so wunderschön auf den Punkt. Die Damen, die hier unter uns sind, weil die Schilddrüsenerkrankung ist ein ausgesprochenes Frauenkrankheit. Die Damen kriegen ja lieber so einen Hals, anstatt sie endlich mal formulieren, ja, was wollen sie denn jetzt eigentlich? Weil der andere kann es ja wohl auch nicht immer nur absehen. Ne? Und das ist ein typisches Frauenkrankheit. Und hier sehen Sie also, dass wir im oberen Bild auch wenig Energie in der Schilddrüse haben. Das ist also jetzt Schilddrüsengewebe. Deshalb sieht es also nicht so direkt typisch aus wie eine Schilddrüse als Organ. Ne? Das sind also vorwiegend Vierer, das heißt also eine ausreichende Energie. Und im unteren Bild sehen Sie also, dass die Energie sich sehr, sehr stark verbessert hat. Und zwar hier nach einer Phonophorese-Behandlung mit der Stimmgabel Venus um 47.